Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu GTA 4. Diesmal zwar nicht im Multiplayer, denn diesmal spiele ich mit Mods und der erste Mod, wie ihr schon im Titel sehen könnt, ist der Iron Man Mod. So, ich bin jetzt schon hier wunderbar auf der Statue of Happiness und ja, ich glaube mal, ich gehe direkt in die Rüstung über und dann haben wir Spaß. So, man kann mit 0 die Dingens, das Menü aufrufen und dann sich eine Rüstung aussuchen. Hier kann man sich auch noch verschiedene Rüstungen installieren, was ich ziemlich cool finde, aber ich werde glaube ich die Rüstung verwenden. Ist meine Lieblingsrüstung. Und jetzt hat man so ein cooles Hut hier, wie man sehen kann. An der Seite da Armor, was im Grunde eigentlich kaum egal ist. Und an der Seite noch Armor und sonst was. Und sogar das Speed, wie schnell man ist. Und guckt euch das an. Sieht das nicht cool aus? Wunderbar. Und mit Leertaste gedrückt halten, fliegt man schön in die Luft. Und irgendwie leckt das? Ich glaube, es liegt an der Aufnahme. Mal gucken, vielleicht läuft es gleich besser. Mal gucken. Egal, aber ist schon cool. Ich glaube, ich werde ein bisschen Scheiße machen mit der Rüstung. Also ein bisschen die Polizei aufmischen. Und man kann auch, ich glaube, das war, ja genau, mit dritter Maustaste gedrückt halten, dann kann man sich noch hier eine Waffe aussuchen. Ich glaube, ich nehme mal die Raketen. Das Coole an den Raketen ist, man kann Sachen anvisieren und dann schießt er die ab. Das ist perfekt. Das ist super cool. Und ich kann überall gegenfliegen und das ist kein Problem. Denn ich bin Iron Man! Ah ja, und in der Beschreibung könnt ihr dann auch, falls ihr euch den Mod installieren wollt, in der Beschreibung findet ihr es dann und den Download natürlich auch. Meiner Meinung nach ist der einfach zu cool, der Mod. Und ich dachte mir so, als Anfang der Serie, da so mit Let's Mod, dachte ich, fange ich damit mal an. Ist ziemlich cool. So, landen wir mal. Ach, sieht das nicht traumhaft aus? So, wer möchte Trouble? Haha, cool. Wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. So. Landen wir mal und verkloppen wir die im Nahkampf. Ah ja, man kann auch. Ich glaube mit Q. Genau. Mit Q kann man Backflip machen. Nein! Fuck. Die können mich auch abballern, die dreckigen. Ich glaube. Wow. Kommt her. Das Coole ist, mit dem Mod installiert man auch irgendwas Besonderes, sodass die Gegner auch Raketen auf euch abschießen können. Sodass das nicht komplett unfair ist, aber ich meine, ich sterbe ja sowieso nicht, denn ich bin Iron Man. Von wo? Ich check mir von wo was angeflogen. Wow, what the fuck? Ah! Oh. Ich glaube, das ist das Eklige. Denn mit dem Mod installiert man auch so garstige Drohnen, die einen die ganze Zeit nerven. Aha, stirb! Das finde ich immer lustig. Machst du so einen Backflip und dann fliegst du weiter. So, nee, ich wollte ja Nahkampf-Bitches. Ey, das ist aber. So. Ich glaube. So, ich geb dir einen Tritt. Ah ja, und das sind noch andere SWAT-Einheiten. Also da kann er kurz angucken. Wie sieht das komisch aus? Ich glaube, ich fliege mal weiter. Da können die sich gegenseitig mal anschießen. Ist da wieder so ein Ding, das mich abschießt?
Ups, nein, ich wollte eigentlich auf dem Dach landen. Nein, Dach landen. Oh nein, schon wieder. Was ist das? Nein, ein Gegner. Oh, leck, okay. Okay, aber ich muss die Raketen aussuchen, denn ich kann einfach nicht zielen. Wow, wie? Der ist einfach ausgewichen. Ha, bin ich auch. Jetzt kommt, wie sieht denn mal an? Ich glaube, ich fliege schnell weg. Denn ich will mich nicht lange mit diesen blöden Affen aufhalten. Hier aber schnell die Polizei los. Ich glaube. Denn ich will im Grunde eigentlich nur jetzt momentan rumfliegen und. Weiß nicht. Erstmal kurz landen und. What the fuck? Okay. Kurze Polizei loswerden. Dürfte nicht lange dauern. Alles meins, Bitches. Alles meins. Kann ich irgendwie ranzoomen? Ah nee, warte mal, kann ja. Während ich fliege, kann ich die Kamera so cool drehen und dann können wir. Voll cool. Sturzflug ins Gesicht und abdrehen. Ah. Ich versuche mal auf so ein Flugzeug zu landen. Oh, der ist aber schnell. Cool, jetzt bin ich so schnell wie das Ding. Okay, ich kann darauf nicht landen. Was Ding fliegt der Hammer schnell. Okay, jetzt ist aber ein Flugzeug, ne? Oh. Ah! Oh, fuck. Ah, das Ding fliegt ja sowieso. Warte, kann ich das Ding erreichen? Oh, die Fliegen sind. Ist das Ding massiv oder ist das. Ja, das ist noch massiv. Krass, ich dachte, das wäre einfach nur durch so durchfliegt, war einfach nur so eine Attrappe. Und ich glaube, das Ding landet echt. Oder versuchen. Ne, die fliegt einfach nur im Kreis. Das landet nicht, glaube ich. Und. Warte, jetzt kann ich zeigen, wie ich hier drauf gekommen bin. Das ist natürlich offensichtlich. Also nicht. Ah. Jetzt am Arsch gelandet. Nein, ich bin einfach hochgeflogen. Ja. Creepy, creepy. So, und komm, lande. Ja, genau. Und dann habe ich den majestätischen Anblick vor mir. Und dann. Bitch, please. Ich glaube, ich flieg mal nach. Wie heißt die Stadt? Ich glaube. Ja, keine Ahnung, Brooklyn oder sonst was. Also nicht in die Stadt jetzt. Wieder nach da vorne. Ah, ich flieg mal durch die Brücke. Dann will. Warum waren wir? Warum war zuvor mal so richtig schnell? Ich flieg so schnell, die Map will nicht. Lädt nicht mal so schnell. Oh, bin ich jetzt? Ah. Hoho. Ich glaube, hier kann man, glaube ich, gar nicht rein. Okay. Kein Problem. Okay, jetzt muss ich mich wieder mit der Polizei anlegen. Guckt euch an, was ich machen kann. So, jetzt kommt nochmal ein Tritt. Form der Polizei ist vollkommen egal. Und jetzt? Heulen die. Oh, ich bin mit Blut verschmiert. Mama. Oh, what? Okay, das war zu nah. Das war zu nah.
So, kann man eigentlich irgendwie diese komischen Drohnen deaktivieren? Invincible. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind nicht ausschaltbar. Na. No. Mal gucken, was habe ich. Ach ja, ich habe ja noch diesen Super Beam aus meinem. Aus meiner Brust. Der OP Beam. Ah ja, man kann an der Seite sehen, dass Beam sich aufladen muss. Oh, what the fuck. Oh, diese Gegner sind ja richtig garstig. Ah. Auf. What the fuck. Auf. Irgendwie sind die ja schon nervig. Oh, cool. Die Kamera ist verwackelt. Okay, ich muss Raketen für den verwenden. Komm. Raketen! Fick dich. Auch wenn man das im Multiplayer zocken könnte, wie cool wäre das denn? Oh Mann. Aber leider funktionieren Mods, glaube ich, nicht so ganz im Multiplayer. Ich glaube, da wird man immer wieder aus der Lobby rausgeworfen, was ich schade finde. Oh fuck. Okay, ich bin nicht Stunt Iron Man. Okay. Aber der ist schon wieder hier. Dieser blöde Affe. Ah, lass mich in Ruhe! Rakete flog mir hinterher. Komm her. Oh, da ist die Drohne wieder. Garstige Drohne. Ja, fick dich. Komm. Nein. Ja, weich doch aus. Nein, auf zu schießen. Wenn er schießt, kann ich nicht schießen. Was ist das denn? Komm, hör auf. Was im. Was ist mit den Raketen los? Was? Ich dachte, ich wäre unverwundbar. Okay. Offenbar sind rote Blätter von Helikopter meine Schwachstelle. Da, Fug. Ja. Ich war im Krankenhaus mit meiner Rüstung. Kein Problem. Ey, was? Die Polizei sucht mich doch gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich kann auch mit der Pistole schießen, das ist OP. Ich glaube, hinter meinem Arsch ist gerade eine Rakete. So, wo ist er? Wo ist er? Oh. Ah, Rakete fliegt vorbei. Ja, fuck. Irgendwie sind die Viecher garstig, finde ich. Bisschen Nerven tun ja schon. Fick dich. Warte, ich glaube, ich kann die Dinger eventuell deaktivieren, wenn ich Never Wanted Mode anmache. Eventuell. Ich hoffe mal. Nachrichtenhelikopter. Die mag ich nicht. Wo ist er? Jo. Fliegt der immer höher? Ach so, jetzt sehe ich in, unten links in der Ecke, wie hoch ich bin. An Altimeter? Das ist die Höhe offenbar. Und fliegt er? Ich sehe dich. Wohin mit dir? Wohin wollte er? Gucken, wie schnell kann ich fliegen? Oh, 200 ist Maximum. Aber 200, was? Oh.
Oh, fuck, fliegt langsamer. Oh. Oh, ich will mich da hinstellen. Da hinstellen! Komm, komm, komm. Perfekt. Ja. Ah ja, man kann zum Beispiel auch, wie man hier einen Namen auswählen kann, für sich verschiedene Namen auswählen, was ich cool finde, aber leider kann ich den oder kann auch irgendwelche anderen nicht zeigen, weil in der Mod-Beschreibung steht, dass ich die nicht benutzen soll, wenn ich ein Video machen soll. Und ich glaube, deswegen benutze ich nur den hier. Und ja. Ah ja, falls ihr irgendwie eine Idee habt, was, also falls ihr einen coolen Mod für GTA irgendwie kennt oder sonstiges, dann schreibt es in die Kommentare oder schickt mir eine Nachricht irgendwie über YouTube und dann gucke ich es mir an, wenn es cool ist, dann installiere es und gucke es mir auch an. Und ich habe auch schon ein paar andere Mods schon vorbereitet. Und ich glaube, es wird so, ja, jede Woche eins eventuell kommen. Und ich versuche es wöchentlich irgendwie so einen Mod zu machen. Wäre schon cool. Und irgendwie. Achso. Ist die Kamera immer weiter und weiter hinten? Irgendwas stimmt da nicht. Mir kommt die Kamera irgendwie komisch gerade vor. Perfekte Landung, Bitch. Aber so die, also stell dir mal vor, so die Hauptstory mit der Iron Man Rüstung zu machen, das ist so OP. Weil ich kann ja auch mal. Jetzt könnt ihr gucken, wie Iron Man Auto fährt. Warte. Na, scheiß drauf. Jetzt steht da. Ich bin von jeder Höhe, habe ich eine perfekte Landung und. Oh. Betrunkener Iron Man. Oh. Guckt euch das an. Genius. Kippt da jetzt wieder um? Das war voll lustig. Komm. Ja, du hast ein schönes Kinn. Ja. Oh, coole Karre. So. Iron Man braucht die Auto. Das Auto. Die Auto, das Auto. Hä, what the fuck? Warte, ich glaube von der anderen Seite ist besser. Ich glaube Iron Man weiß nicht, was kaputt, wie man Sachen kaputt macht, deswegen. Spawn ich wieder ihn. Oh, auf einmal ist Iron Man weg. Oh nein, oh nein. Ah. So. Und. Oh, oh mein Gott, da ist Iron Man wieder. What the fuck? Okay, er kann kein Auto fahren. Okay. Dann habe ich eine andere Idee. Jetzt passt auf, jetzt macht euch für Magie bereit. Auf einmal sitzt er da drin. Und jetzt? Sitzt da keiner mehr drin, verdammt. Okay, es funktioniert wohl nicht. Shit. Ich dachte, es funktioniert. Wie wär's mit dem Motorrad? Funktioniert mit dem Motorrad? Bam. Headshot. Hä? Warte mal. Okay. Okay. Flieg rein. Oh! Flieg jetzt ins. Er will nicht runterfliegen, okay. Warte, ich will den umdrehen. Oh. Ah, warum will er manchmal nicht runterfliegen? Ich besuche Nika. Ist das Ding eigentlich hier abgebrannt? Nee, ne? Obwohl doch, doch, ist abgebrannt. Ach, warte. Was ist hier? Ah, ah. Ich checke die verborgenen Sachen hier. Ja, genau, back dich einfach mal durch. Back dich durch die Wand. Okay. Verborgenen Schätze ist ja was. Alles eine Attrappe. Ich kann einfach durch die Wand laufen, ne? Ja. Und. Ah, meine Hand. Ah.
Ich brauche einen Hotdog, ganz schnell. Hotdog! Don't fucking touch me, don't fucking touch me! Pumpchi! Ich. Offenbar kann er auch keine Hotdogs kaufen. Ach, verdammt. Aber kann er die Bahn irgendwie demolieren? Ups, ups. Ups, ach fuck, ich kann nichts machen. Zu unfähig! Okay, okay. Ganz ruhig. Und. Was, das ist zweitagig? What the fuck? Ist mir nie aufgefallen. Warte, jetzt. Okay, ich muss warten, bis er losfährt. Aber ich glaube, ich kann sowieso nichts machen. Okay. So, fuck, ich wollte, dass er mich überfährt. So, kann er Iron Man überfahren? Es ist auch seine Schwachstelle. Bitch, bitch, please. Selbst eine Bahn kann mir nichts. Aber Rotorblätter ja, ne? So. Ah, fuck, die Kamera ist irgendwie abgefuckt gerade. Kurz nach vorne rennen und. Ja, die abgefuckte Kamera. Verdammt. Funktionieren Raketen auf. Ja, aber nützt nix. Irgendwas stimmt doch mit der Kamera nicht. Ne, irgendwas ist der Kamera falsch. Okay, dann lasse ich das mal mit den Waffen. Weil ab und zu backt das sich irgendwie zu, das verstehe ich nicht. Oh. Ah, ich habe jetzt voll die Idee. Ich fliege die U-Bahn entlang. Wird bestimmt cool gleich unten. Ah. Weil einfach so rumfliegen finde ich irgendwie am coolsten. What the fuck? Ah, da fuck! Wo bin ich hier? Wo bin ich hier gelandet? Ein Mysterium. Ach so, das ist. Ah, oh, what the fuck. Guck mal. Robocop. Oh nein. Mister. Shield. Achso, okay. I see. Mister, ganz ruhig, Mister. Arschhole nennt er mich, okay. Ah, ich glaube, ich muss hier runterfliegen. Ich sehe die. Fuck. Der Scheiß ist. Ich glaube, man darf im Untergrund nicht fliegen. Verdammt, jetzt. Irgendwie hier. Ah! Ja! Ich bin gerettet. Der ist zu schnell! Wo bin ich überhaupt? Zu schnell. Oh, what the fuck? Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist wie so ein Minispiel, du darfst nichts berühren. Oh fuck. Aber ich berühre alles, kein Problem. Warte, ich fliege gerade voll im Kreis. Wo lang? Ich glaube, da lang ist am besten. Eventuell. Ah, ich besuche mal die Penner. Penner! Was macht ihr so? Ja, das sind gar keine Penner. Sonst sind hier doch immer Penner. Oh Mann. Ich muss niedriger fliegen, sonst niedriger fliegen. Ah, da ist ein Penner. Penner!
Ach scheiße, die Kamera ist immer noch gefuckt. Okay, dann eben kein Penner. Warte, hier bin ich ja wieder. Genau da. Muss kurz überlegen, was könnte man sonst noch so cooles mit der Rüstung machen? Jetzt überlegen. Mir fällt gerade eher weniger ein. Was könnte man machen? Okay, mir fällt zwar nichts ein, aber vielleicht fällt euch ja was ein. Deswegen könnt ihr es ja installieren. Alles in der Beschreibung. Vielleicht habt ihr eine bessere Idee, was man so cooles mit anstellen kann, weil mir fällt gerade irgendwie nicht so wirklich was ein. Nur Multiplayer hätte ich eine coole Idee, aber wird eher unwahrscheinlich funktionieren. Naja, im Grunde würde ich dann eigentlich sagen, bin ich glaube ich dann den ersten Part von Let's Mod mal auf und ja, wenn ihr halt irgendwie Lust darauf habt, das selber zu installieren oder irgendwie Bock habt, als Iron Man durch die Gegend zu fliegen und die Stadt zu destroyen, wenn das komplett gehen würde dabei, naja, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ihr wisst ja, was ich meine, meine ich. Und ja, dann würde ich, aber nächste Woche wird dann, glaube ich, anderes Let's Mod kommen. Ich glaube, ich habe da schon was, ich habe schon was beiseite gelegt, das heißt, ich habe schon den nächsten Part geplant. Aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich installieren sollte, dann schreibt es in die Kommentare oder als Nachricht bei YouTube. Und dann gucke ich es mir an, wenn es mir gefällt, dann mache ich es auf. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschö.